Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Innotum zu einem neuen Part Minecraft Story Mode Season 2. Der Zwergenfürst und Jesse und Nürm und so weiter und so fort. War ich an diesem irren Ort vom Admin und ich war nicht Herr meiner selbst. Ich hatte Schmerzen, ich hatte solche Angst, dass du aufgeben würdest. Oh, da sind wir gleich in den nächsten Entscheidungen. Aufgeben, das will ich nie tun. Wir würden dich nie aufgeben. Ja. Das weiß ich zu schätzen, aber wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe. Eakentown war eh schon besorgt um dich, Jesse. Man fragte sich, wo du warst. Ja, stimmt. Ja, am letzten Part haben sie mich. Hat der Admin ja meine Rolle eingenommen. Dazu noch mit Jessys Gesicht. Ja, mit meinem das Gesicht. Ist echt hinüber, Mann. Das stimmt. Oh, Identitätsdiebstahl ist nicht witzig. Und damit kommt er nicht durch. Sich mit mir anzulegen. Damit kommt er nicht durch. Aber es ist schon irgendwie. Wir haben es geschafft. Bedrückend. Wow. Dass der jetzt in meinem Namen Scheiße produziert. Gefängnisblock X. So schaut's aus. Vorsicht! Nein! Oh. Wir wurden getrennt. Oh, ja, Scheiße. Krasse Sicherheitsmaßnahmen. Nürm. No. Nürm und Jack getrennt. Ja. Oh. Keine Bange, das wird schon. Ja, ihr geht weiter. Schnappt euch Gefangene X. Die schnappen wir uns. Wenn ich die gefürchtete Gefangene X einkerkern wollte, würde ich das da machen. Ich glaube, da müssen wir hin. Alles klar. Okay, ich bin jetzt also mit Luna und mit Nürn unterwegs. Cool. Das ist ein cooles Team. Das Beste. Das beste Team der Welt. Okay, jetzt müssen wir nur dieses Rohr überqueren, die Plattform erreichen, herunterspringen und nicht sterben. Jo. Das Letztere wird am schwersten. Der letzte Punkt ist ein bisschen kompliziert. Du bist als nächster. Das Nicht-Sterben ist nicht immer das Leichteste. Los, Nürm. Huh, ich muss ihn auffangen. Nürm. Oh. Verdammt. Zum Glück hat er es überlebt. Und jetzt du, Lu. Nur. Geschicktes Name. Wie machst du das? Frag mich auch. So, sind wir gleich da. Letzter Sprung. Okay, zack, runter da. Ups. Alle Heile unten angekommen. Nice. Niemand in die Lava gefallen. Hat niemand versucht, in Lava zu schwimmen. Oh. Da haben wir sie. Die gefangen nix. Ja. Sympathische Dame. Wessler. Wer bist du? Ich bin Jesse. Du musst Gefangene X sein. Mutig von euch herzukommen, ohne zu wissen, mit wem ihr es zu tun habt. Ich könnte euch direkt in die Lava schubsen. Und ihr hättet es verdient, weil ihr so gutgläubig seid. Du versuchst doch. Dann setzt du hier fest. Doch, dann steckst du hier fest. Nicht kommen. Für immer. Das ist also dann wirst du hier nicht entkommen. Oh, wie heldenhaft. Also, Gefangene X. Sarah, du solltest doch wissen, wie wir hier rauskommen, oder? Daher das X also. Was? Wie kommst du denn auf die Idee? Niemand ist nie aus dem Sonnenschein-Institut entkommen. Und nie
wird es. Lüg mich nicht an, Xara. Ich habe keine Zeit für Lügen, Xara. Ich muss heraus. Genau. Ach, sollen wir jetzt Freunde sein? Dir schulde ich nichts, vor allem nicht die Wahrheit. Der Admin hat meine Identität gestohlen und tut Furchtbares mit meinem Gesicht in meinem Namen. Ich muss sofort hier raus. Romeo war hier? Gerade eben? Der Admin. Ja. Aber wer ist... Romeo, das ist sein richtiger Name. Hast du etwa geglaubt, Romeo ist also der Admin. Admin genannt? Er würde wollen, dass du das denkst. Natürlich ja. Würde woher er weißt du das? Das ist eine berechtigte Frage. Ach, wir sind ganz alte Freunde. Ich kenne seinen richtigen Namen. Und vieles mehr. Und deshalb wird sie unten gefangen gehalten. Ja. Er kommt fast nie persönlich her. Das ist klar. Manchmal, um dem Aufseher die Hölle heiß zu machen. Mit dem Aufseher ist es aus. Der Admin hat ihn gefeuert. Das ist ja fantastisch. Ohne den kleinen Widerling können wir mühelos fliehen. Jetzt willst du mir also doch helfen. Ein Feind von Romeo ist ein Freund von mir, wie ich immer sage. Aber das hat bestimmt noch einen Haken. Um genau zu sein, habe ich das nicht gesagt. Aber ja. Ich finde, es klingt ganz gut. Wie kann ich darauf vertrauen, dass du den Weg kennst? Keine Bange, ich kenne ihn. Und niemand sonst. Wenn du den Weg kennst, zeig ihn mir. Verschwinden wir von hier. Es gibt nur ein Problem. Dieser ganze Raum explodiert, wenn ich einen Fuß raussetze. Explodieren? Sieh dich um. Wenn niemand auf mindestens einer der Druckplatten auf dem Boden steht, verschwinden diese übrigen Kolben. Lava trifft auf TNT und dieser Ort fliegt in die Luft, bevor man Bumm sagen kann. Ja, Whetstone. Das ist eine Steindruckplatte. Das bedeutet, ich kann nicht einfach einen Kann man die nicht einfach abbauen? Kann man nicht einfach irgendwie die Druckplatten loswählen? Ach, jetzt habe ich die Wahl zwischen... Das ist der einzige Weg, hier rauszukommen. Niemand bleibt hier. Habe ich die Wahl zwischen Luna und Jack oder was? Luna und... Ja. Oh Mann, jetzt muss ich mich verändern. Ich mache euch nur ungern Druck, aber wir müssen los. Ich kann sie nicht einfach zurücklassen. Dann lass einen hier zurück. Solange jemand einen auf den von denen zurücklassen. Wird die Falle nicht ausgelöst. Muss der Dorfbewohner oder das Lama hier bleiben. Dorfbewohner oder Lama. Nein, das darfst du nicht. Oh nein, Nürn, doch nicht, nein, Nürn. Wir lassen nur um dich hier. Ich gehe. Wenn ihr das Sonnenschein-Institut lebendig verlassen wollt, solltet ihr das auch tun. Oh, shit. Was ist, wenn ich einfach bleibe? Und Nürn und Luna gehen dürfen. Das ist, wie wär's denn damit? Oder kann man nicht irgendwo einen Stein abbauen? Oder Nürn auswählen? Luna auswählen? Och, verdammt. Lama töten. Damit haben wir den Zorn von Stella auf uns gezogen. Nürn. Oh nein. Denn Stella ist eh schon. Aber ein Lama, ein unschuldiges Lama töten. Ein sehr gutes Lama. Nürn. Oh Mann. Da wird Jack uns nie mehr verzeihen. Ich will Jack einfach. Oh. Luna. Oh Mann, Jack, Nürn, Jack, Nürn, Luna, Stella, ja, das Lama, kann ich nicht hier bleiben? Das gibt es irgendwie nicht aus Auswahl, oder? Ich würde mich fast schon für Luna entscheiden, also dafür Luna hier zu lassen. Aber was ist denn eigentlich die Auswahl? Mitnehmen oder hier lassen? Nürn hier lassen oder Luna hier lassen oder Luna auswählen heißt das, ich nehme sie dann mit oder wie? Das ist jetzt habe ich nicht aufgepasst. So ein Mist. Luna. Da hätten wir noch die Chance, vielleicht mit Stella uns vielleicht am Ende der Story doch noch im finalen Ende uns doch noch irgendwie anzufreunden. Kann ich nicht einfach B drücken?
B dem Ganzen entkommen. Nicht A drücken, sondern irgendwie in der Mitte eine Auswahl treffen. Ach Mann. Ich glaube, die Geschichte verändert sich tragischerweise durch den, wen wir mitnehmen. Ich will das Ganze hier nur auszögern, ihr merkt schon. Ja. Wenn ich Luna nicht mitnehme, das ist bestimmt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Stella am Ende der Story noch eine Rolle spielt, dass die uns noch entscheiden, dass wir die noch irgendwie auf unsere Seite ziehen können, dass die dann uns im Kampf gegen Altman noch. Ist halt der Kumpel von Jack. Ich meine, für die Story hat er bestimmt jetzt nicht so eine bedeutende Rolle. Also, wenn man jetzt ganz böse ist und sagt, ja, dann würde ich doch was? Deine Geschichte verändert sich. Hä? Jetzt bleib ich hier stehen oder was? Ja. Gut, habe ich zu lange gebraucht. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ja. Jetzt bin ich hier Gefangener X, Gefangener S. cool. Ja. Das hat sich für mich entschieden, beide mitgenommen. Jetzt bleib ich jetzt hier drin. Und ich kann jetzt hier nicht. Kann ich mich hier irgendwie durchbauen? Okay. Jetzt bin ich hier gefangen. Ja gut, ist besser so. Ist schon richtig so. Besser ich als die beiden. Durch das Glas irgendwie raushopfen, da ist ja irgendwo, das ist ja so eine Plattform. Oder, rennen wir schnell raus und entkommen der Explosionswelle, oder da oben ist das TNT, das kann ich nicht sehen, aber TNT und Lava. Oder muss ich mich jetzt opfern für das Spiel? Über die Schwelle treten. Giovanimo, jetzt schnell weg, hau ab, renne. Aha. Bin ich jetzt tot oder was? Oh, weil, habe ich mich geopfert. Ein Todesfolge. Ach Mann. Ich kann sie nicht einfach zurücklassen. Ja, kann ich nicht. Habt ihr ja gesehen. Ach Mann. Ich muss jemanden opfern. Ach Mann. Das Lama oder den Dorfbewohner. Oder Luna. Nein, nicht. Das darfst du nicht. Ich weiß, dass Luna hat noch eine Bedeutung für die Sache. Das Lama, das wird den Sieg über den Admin kosten. Ich kann doch Nürm nicht einfach zurücklassen. Freunde, nein. Das wird mir das Herz brechen. Da fällt es mir schon leichter, das Lama zurückzulassen. Obwohl ich weiß, dass das eine saublöde Idee wäre. Aber wenn ich jetzt Luna auswähle, nehme ich die mit oder wenn ich den. Ja, wenn ich halt falsch wähle, ist halt entschieden. Ich glaube, es heißt mitnehmen oder was. Ich will Nürn nicht im Stich lassen, nein. Luna auswählen, mitzukommen oder Luna auswählen, hier zu bleiben. Das ist jetzt die. Das ist die Frage. Und wenn ich mich jetzt irre und auswähle, dass die mitkommt, habe ich nur im Stich gelassen. Mann! Dieses Spiel, das macht es mir echt nicht leicht. Oh Mann. Okay, Augen zu und durch. Wenn ich die Luna jetzt mitnehme. Oh Mann. Verdammt. Ich kann das danach nicht mehr ändern.
Der eine ist dann tot. Augen zu, durch. Luna hier lassen. Geschichte verändert sich. Bist du dir sicher, Na? Was? Nein. Stella hat mich gebeten, mich darum zu kümmern. Nein. Komm, Luna. Ich habe Nürnberg hier gelassen. Nein. Nürnberg. Ich verspreche. Wir kommen wieder. Scheiße, ja, wir müssen wiederkommen, den retten. Kacke. Ich hätte es wissen müssen. Nee. Woher? Meine Zwangsjacke? Können wir nochmal sterben? Och nö. Kann ich den Part nochmal von vorne machen? Scheiße. Ich hab Nürnberg im Stich gelassen. Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich das blöde Lama mitgenommen. Gut für die Geschichte, aber glaube ich zumindest. Gefangene X nehme ich an. Wir müssen den Admin besiegen und den Admin dort einsperren. Hallo. In dieses Gefängnis und dann holen wir uns Nürnberg wieder. Wo ist Nürnberg? Euer Dorfbewohner hat meinen Platz eingenommen. Ich wollte den mitnehmen. Jack. Was? Nein. Er hat das getan. Und du hast ihn gelassen? Xara weiß, wie man den Admin besiegt. Wir kommen zu ihm zurück, wenn alles vorbei ist. Ja. Wenn es Nürnberg dann noch gibt. Es tut mir leid. Egal wie viele Köpfe. Ich weiß es nicht. Ich hole ihn zurück. Ich hoffe es. Ich habe falsch geklickt. Wir los oder seid ihr mit dem Wiedersehen noch nicht fertig? Ja, es geht doch schon los. Los! Ach, Mann. Dieses Spiel. Rennt um euer Leben! Die Gäste sind aus ihren Aufenthaltsräumen geflohen! Der Aufseher wurde gefeuert! Es gibt wieder Zombies! Dieses Spiel macht mich fertig. Wenn ich den Aufseher finde, wird er für alles, was ich durchgemacht habe, zahlen! Och, ich wollte nicht mit dem Aufseher tauschen. Jeder Gefangene hier will ihn. Kann man nicht diesen bekloppten Zombie-Flash-Fan? Und vor ihm, neben ihm. Ja, er wird viel aufpassen müssen. Kann man nicht einfach diesen Zombie-Flash-Fanatiker nehmen, der... Ich frage mich, was der Aufseher verliert. Der Typ, der ein Zombie-Flash essen will, nehmen den einfach fesseln und dort auf die... Aber warum konnte man keinen Klotz abbauen, den auf den Stein legen, auf die Platten drauflegen? Das ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Warum konnten wir das System nicht einfach abbauen? TNT nicht einfach runternehmen? Lava entfernen? Ist doch alles möglich in Minecraft. Ich könnte das verzauberte Eisenschwert nehmen oder das Diamantschwert ohne Verzauberung. Das Diamantschwert hält länger, aber das Eisenschwert ist scharfer verzaubert. Ich muss gerade husten und lachen. Schon wieder so eine Entscheidung. Verzaubertes Eisenschwert oder Diamantenschwert? Wieder so eine entscheidende Frage. Das ist, also. Dafür liebe und hasse ich gleichzeitig dieses Spiel. Es sind ja irgendwie die Entscheidungen, die das Spiel ausmachen, aber das sind auch die Entscheidungen, die mich fertig machen. Dir-Schwert oder verzaubertes Eisenschwert. Und das spielt bestimmt irgendwie eine Rolle, wenn es dann um den Admin-Kampf geht, dann sind wir am Arsch, wenn wir das eine gewählt haben. Ja komm, ich vertraue es Dir-Schwert, ja damit. Verzauberung, ja. Die hören auch irgendwann aus. Mit einem Schwert in der Hand fühle ich mich gleich viel besser. Jo. Was? Es ist vielseitig. Ein Schild. Ja. Ich weiß nicht, wie das scheiß Lama. Aber du siehst gut aus, Luna. Gut, Leute. Lasst uns. Ach, Mann. Ach, der schon wieder.
Jeffy. Freunde wieder vereint. Cool. Ein Wunder im Gefängnis. Ja, Freunde vereint. Nürm. Nürm fehlt. Kann man nicht die Pilzkuh einfach auf die Dinge stellen? Das ist diese scheiß Pilzkuh. Ihr haltet uns auf. Jetzt. Kann man nicht irgendwen dahin stellen? Ich will keinen Ärger. Ihn können wir doch wieder draufstellen. Das war erschreckend. Aufs Blatt. Wenn wir das jetzt abgehakt haben, können wir jetzt bitte los. Was eine Scheiße. Ihn um nicht zurückgelassen haben. Nein, will ich einfach nicht. Nein, das ist. Nein, das akzeptiere ich nicht, diese Entscheidung. Ach, der. Der bekloppte Aufseher. Jesse! Aufseher? Was ist hier los? Hey, du bist einer von uns. Hilf uns, den Aufseher zu schlagen. Das wird super für die okay. Außerdem können wir den Aufseher verprügeln. Eine Win-Win. Können wir nicht einfach alle. Unsere Richtung verschwinden. Jetzt bist du bestimmt nicht mehr so fröhlich. Was für ein Gemälde. Jesse, du hast Gefangene X befreit? Und ich dachte, du könntest mein Leben nicht noch mehr ruinieren. Was hast du dir dabei nur gedacht? Stimmt, ich habe Gefangene X. Das ist Gefangene X! Er zittert alle vor Angst. Und lasst uns durch. Ich glaube, du hast deinen Verstand verloren. Haben wir das? Ärger. Tut mir leid, Aufseher. Xara und ich haben einen Deal gemacht. Wusstest du, dass sie mal ein Admin war? Der Admin musste ihr die Rechte wegnehmen. Ja. Sie hat versucht, ihn zu vernichten. Ich habe dem Admin versprochen, sie nie freizulassen, egal was passiert. Das Versprechen. Und die Musik wird gerade ein bisschen extrem. Selbst wenn ich uns deshalb alle in die Luft jagen muss. Der Typ ist komplett bescheuert geworden. Ins Herz. Ja, okay. So kann man es auch machen. Aber wer war das? Wer hat den Pfeil geschossen? Oh, Sarah. Da hätten wir es. Joa. Warum starrt ihr mich alle an? Das ist mir unangenehm. Genau. Es ist zu gefährlich, wenn du ihn behältst. Ja, mit dem Bogen. Ich brauche diese Waffe, um durch das Labyrinth mit den Monstern zu gelangen. Wir kommen gemeinsam. Wir gehen gemeinsam. Ja, ich war ein Admin. Du kriegst keine Waffe. Du nicht. Ja, damit. Ja, mit dem Bogen. Woher hat sie eigentlich einen Bogen? Achso, aus der Waffenkammer, da waren wir hier drin. Aufseher haben euch hierher gebracht, nicht ich. Starrt doch woanders hin. Ich bin unschuldig. Du bist nur ein weiteres Opfer des Admins. Genau wie wir. Und wenn er nicht aufgehalten wird, gibt es viele weitere Opfer. Ja. Glaub ihr kein Wort, Jesse. Sie sagt alles Mögliche, um sich bei dir einzuschleimen. Moment. Ja, wir sollten sie zu uns mitnehmen, oder? Also seine Rechte entzogen. Also, was machen wir? Dafür haben wir keine Zeit. Romeo wird bald herausfinden, was ich glaube, wir müssen sie zumindest mal mitnehmen. Wir haben ja Norm geopfert, um sie mitzunehmen. Wir lassen die ja jetzt wohl nicht zurück. Ja. Ich würde mal sagen, jetzt beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Ja, ich habe gerade ein bisschen auf die Uhr geschaut. Ich glaube, das reicht schon. Der Part ist lang genug. Dann würde ich mal sagen, glaube ich, nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Ansonsten Glöckchen aktivieren. Nicht vergessen. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Video auf meinem Kanal und am nächsten Part von Minecraft Story Mode Season 2 wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.